Hallo, eine Leserin hat mich nach meinen Pinseln gefragt und ich dachte mir, ich mache heute einfach mal ein Video, in dem ich die zeige, weil ich unfassbar viel zu faul bin, die alle einzeln zu fotografieren. Und ja, also das hier sind meine Pinsel und die Pinselaufbewahrung ist von DM und kostet 6,95 €, wie auch noch unten dran steht. Und das Praktische ist, also sie hat halt hier drei so Aufteilungen und da habe ich dann nach Gesichtspinsel, großen Augenpinseln und kleinen Augenpinseln getrennt. Und ja, also kann man da mal schön drin rumwühlen. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan von diesen Acrylaufbewahrungsteilen von DM. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Und ja, also ich fange jetzt mal mit den Gesichtspinseln an. Und Nummer 1 wäre dann mein Kabuki von The Body Shop. Dum, dum, dum. Und der hat so einen leicht schimmerigen, schimmerigen, glitzerigen Schaft, Stiel, Kabuki-Unterdings da, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr hübsch. Und der kommt auch in so einer kleinen Tasche und hat, glaube ich, 18 € gekostet. Ja, ist aus Synthetika und total weich. Also das ist bisher auch der einzige Kabuki, den ich getestet habe. Und ich habe ihn jetzt ungefähr 1,5 Jahre und bin irgendwie noch nie in Versuchung gekommen, mir da einen anderen zu kaufen. Also, das sagt ja eigentlich schon alles, so von wegen gefällt und darf bleiben. Und ja. Aber ich würde mir auch gerne mal den aus dieser komischen Essence Soul Sister LE angucken. Ich hatte da mal den Tester von dem Pinsel in der Hand, aber die Pinsel waren schon ausverkauft. Aber mal gucken, den würde ich wahrscheinlich noch mitnehmen. So, mein neuester Pinsel überhaupt ist der MAC 138er. Der sieht so aus. Ja. Den hat mir die liebe Goldie Grace in Berlin besorgt, weil der irgendwie aus dem Sortiment gegangen ist und nur noch im Pro Store zu haben ist. Was natürlich total scheiße ist, wenn man gerade beschlossen hat, dass man ihn gerne haben möchte, der Tester im eigenen MAC Store noch da ist. Aber kein Pinsel mehr. Und das ist, ich glaube, auch der teuerste Pinsel, den MAC im Sortiment hat, für 60 €. Und der Pinsel kann irgendwie alles. Also ich habe ihn jetzt, ich glaube, 3 Wochen. Und ich habe damit schon Puder übers ganze Gesicht aufgetragen. Also diese Guerlain Meteoritz Perlen. klar, dann hier Kontur. Das ist eine super Spitze. Kontur, Bronzer und Rouge. Und also ich würde eher auf den Foundation-Pinsel verzichten als auf den hier, oder? Das ist ein super Teil, auch so schön weich. Also da, ich meine, 60 € ist echt happig. Ich weiß nicht, ob es den auch als Dupe von Sigma gibt. Wobei Sigma doch irgendwie alles getuped hat. Aber die Form ist echt toll. Und ich möchte jetzt so ein paar Bronzer-Experimente starten. Und mit dem Pinsel wird das, glaube ich, echt easy aufzutragen, weil bisher habe ich da immer versorgt. Also wunderschöner, toller, neuer Pinsel. Der MAC 128er war mein erster MAC-Pinsel überhaupt und es ist ein Duo irgendwas Pinsel, den habe ich mir in der MAC Semi Precious LE gekauft. Den habe ich auch mal auf dem Blog genauer gezeigt. Da verlinke ich euch mal den Post in der Infobox, weil ich es kann. Und ja, das ist so ein zweigeteilter Pinsel. Er hat einmal diese synthetische Seite und einmal diese Naturhaarseite. Das heißt, er ist für Puder und für Cremeprodukte geeignet. Und ich habe sowohl als auch schon damit aufgetragen, sehr erfolgreich. Und also es ist einfach ein schöner Blush-Pinsel. Weich und vielseitig einsetzbar, aber halt wie gesagt limitiert und ich glaube momentan noch, zumindest weiß ich nicht, dass er in nächster Zeit repromoted werden sollte. Ja. Aber halt einfach ein echt spezielles Ding. Ja, mein eigentlich liebster Puder-Rouge-Pinsel ist halt dieser angeschrägte. Ich habe das Gefühl mit dem. Also der heißt übrigens MAC 168. Mit dem overblushe ich nicht so leicht, weil ich dann immer nur
also hier weiter oben ansetze und nicht hier direkt auf den Apfelbäckchen. Deswegen, ich weiß nicht, ich komme mit dieser angeschrägten Form besser da. Es gibt ja Leute, die lieben das, und es gibt Leute, die kommen überhaupt nicht damit klar. Ich gehöre zu den Liebhabern. Und ich finde, es sieht ja auch eigentlich immer ganz niedlich aus, wenn er benutzt ist. Also jetzt ist er halt sauber gemacht, aber wenn dann die Spitzen so leicht rosa sind, ich finde, das sieht immer echt niedlich aus. Ja, also das ist mein Lieblings-Puder-Rouge-Pinsel. Dann mein MAC 130er Pinsel. Oh, ich glaube nicht, das ist eigentlich mein neuester. Ja. Den habe ich mir quasi zum MAC Optimistic Orange Cream Blush dazu gekauft. Ich hatte den ja hier schon als Mini aus der aus dem Holiday Face Kit. Und mit dem trage ich zum einen mal zum Konturieren mein Ila Mascara Cream Pigment in Holo auf. Und dann natürlich die ganzen Cream Blushes. Achso, Nahaufnahme. So. Also ist echt ein cooles Teil. Und also man merkt halt auch nur ganz geringe Qualitätsunterschiede zwischen dem Mini und dem Großen. Also der hat halt vielleicht schon ein paar mehr Haare verloren, aber ansonsten nehmen die sich wirklich nichts vom Widerstand und sonstigen. Also ein tolles, tolles Ding. Also auch Creme Contour und Creme Rouge. Und mein Evelyn Rouge Pinsel der Herzen. Das war ein Geschenk von Goldie Grace. Der ist customized designed mit Blümchen nach meinem alten Blog-Design. Und der steht ja natürlich auch immer und lacht mich an, auch wenn ich ihn nicht wirklich benutze. Aber ist quasi mein Maskottchenpinsel. Und als letzter Gesichtspinsel, den habe ich auch schon mal in einem Video benutzt, der Shiseido Foundation Pinsel für 30 Euro, glaube ich. Und also die Foundation lässt sich damit echt gut auftragen und einarbeiten, aber was mich des Todes nervt, ist das Saubermachen. Weil die Foundation geht ja dann richtig, richtig hier rein in den Pinsel und ich kriege das da, selbst wenn ich das mit Seife wasche und rubble und so, kriege ich das da gar nicht mehr raus. Ich musste immer so Gewalt anwenden und die auseinanderbiegen, was ja eigentlich auch nicht so toll ist, weil man will ja nicht, dass das Wasser in den Pinsel schafft reinläuft und dass das dann irgendwie anfängt zu schimmeln oder sich der Kleber löst, aber ansonsten kriege ich es ums Verrecken nicht sauber. Der hat mich echt schon einiges an Nerven gekostet. Aber ansonsten ist er schon gut. So zum Auftragen. Aber ich benutze ja Foundation auch nicht so oft. Meistens bleibe ich dann noch bei Puder. Und jetzt kommen wir zu Lidschattenpinseln. Das ist ein Lidschattenpinsel, den ich aber eigentlich auch als Gesichtspinsel verwende. Der Da Vinci Classic 4377. 4377. Und den benutze ich gerne als Highlighter. Also einmal hier. Und dann auf dem Nasenrücken. Armbogen. Also der ist halt. Oder wenn ich mal rumgesaut habe unterm Auge, um das sauber zu machen oder um dann da nochmal extra Puder aufzutragen. Also gefällt der mir sehr gut. Der müsste irgendwas zwischen 10 und 15 Euro, glaube ich, bei Amazon kosten. Da müsst ihr mal gucken. Also ich habe eigentlich all meine Da Vinci Pinsel bei Amazon gekauft, denn da sind die immer ein paar Euro günstiger als bei Karstadt oder bei Douglas gibt es die auch zum Teil. Und ja, ist der, ich weiß nicht, ist der einer von drei Da Vinci Pinseln, die ich behalten habe. Und nachdem ich alle anderen verkauft habe. Jetzt kommen ganz oft der gleiche Pinsel. Und zwar habe ich vier. vier Esprit Lidschattenpinsel. Als die damals aus dem Sortiment, oder als Esprit generell damals aus dem Sortiment bei DM gegangen ist, habe ich da ein bisschen auf Vorrat gekauft. Und mit denen trage ich gerne meine Mineralized Eyeshadows auf, und zwar dann nass oder generell alles, was ich an Lidschatten nass auftrage. Deswegen habe ich auch so viele davon. Denn wenn er erstmal nass ist, kann ich ja nicht mehr zurück in den Lidschatten gehen. Bei Mineralized Eyeshadows wäre es ja theoretisch möglich, aber ich mag das überhaupt nicht. Und ja, also die sind relativ fluffig, nicht so fest wie jetzt zum Beispiel der MAC 239er, der ja eine ähnliche Form hat, aber flacher ist. Ist ja dann bauschig. Und da kann man dann halt auch gerade bei den gebackenen Lidschatten gut die Pigmente ablösen. So rubbel, rubbel, rubbel und dann nass und dann tropft. Fertig.
Davon habe ich viele. Ich hatte mal mehr, aber meine Mutter hat mir welche abgenommen. wie gesagt, noch den Mac 239er. Ja, also es gibt ja Leute, die schwören da unendlich drauf. Ich finde ihn schon nett und so. Nicht schlecht. Ich kann damit arbeiten. Und den habe ich mir bei Genie zusammengespart, erspielt, geklickt. Und an dieser Stelle nochmal der Danke, die auf meine Signatur geklickt haben und so. Deswegen habe ich jetzt diesen Pinsel. Und Dann habe ich noch diese zwei Pencil Brushes. Dieser hier ist irgendwie eine Eigenmarke von Douglas. Steht auf Douglas drauf, aber den gibt es nicht mehr. Und das nervt mich total, weil der ist super weich, hat eine super pointierte Spitze und ich kann richtig gut damit arbeiten. Deswegen hätte ich davon nur mal ein paar Backups gekauft. Ich glaube, ich habe den damals für 8 Euro gekauft und der lag in so einem Korb, der draußen in der Straße stand und war runtergesetzt auf 8 Euro. Das hätte ich mir schon sagen sollen, dass er aus dem Sortiment geht, aber ich wusste ja nicht, wie toll er werden würde. Welche innige Liebe uns verbindet. Naja, nach meinem Gejammere darüber, dass der nicht mehr zu haben ist, hat Goldie Grace mir dann den Sigma S219 zugeschickt. Der ist aber leider ein bisschen kratzig. Gut, dann kommen wir noch zu meinen zwei absoluten Lieblingsaugenpinseln und das sind diese hier. Beide von MAC, einmal der MAC 226er und der MAC 286er und ich komme ja mit dieser Form total super gut klar. Ist ja im Prinzip wie ein etwas bauschigerer Pencil Brush und das sind meine absoluten liebsten Lidfaltenpinsel. Es passt da genau rein. Ich kann die Farbe auftragen und gleichzeitig verblenden und es sieht einfach toll aus. Also das hat meine Schminktechnik revolutioniert. Und dieser hier ist ja im Prinzip wie so ein Stinkepinsel und der hat hier vorne dann ganz wenige längere Haare und den benutze ich gerne, wenn ich mit dunklen Farben arbeite, dass ich dann noch ein paar schwarze Pigmente aufnehme und dann, wenn ich da fest zudrücke, die gleich schon verblende und es gibt dann immer ein weiches Ergebnis und wird nie fleckig. Nie fleckig! Total tolles Teil. Und ja, also ohne die könnte ich gar nicht schminken. Gar nicht. Dann habe ich noch den MAC 217er, den mag ich total gerne, wenn ich viel Farbe aufs ganze Lid auftragen will. Und ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. Dann habe ich noch, ich bin großer Fan von dem Alverde Lidschattenpinsel, der hat keine Nummer oder Namen oder so. Aber den highlighte ich gerne unter dem braunen Bogen. Geht super gut, super weich, verliert keine Haare. Und dann habe ich hier noch so einen Paddle Brush von Da Vinci, der 964er. Sieht so aus. Also den benutze ich gerne für Pigmente oder alles, was ans Lid angedruckt werden muss. So, dann habe ich noch den Da Vinci 9, ist auch 964, hä? Hat er die Nummer 6 oder was? Was hat er denn der andere dann für eine Nummer? 12. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich den gerne, denn das ist der einzige Pinsel, der in diese blöden Nyx-Pigmente reinpasst, mit diesen Mini-Öffnungen. Aber da kommt der dann halt rein. Deswegen durfte der auch bleiben. Noch ein Da Vinci-Pinsel, das ist ein Smudger. Der hat die Nummer 4474. Der hat eine Nummer. Und der sieht so aus. Ich glaube, sowas gibt es auch bei MAC. Und der ist ziemlich hart, also damit lässt sich wirklich alles verreiben. Aber wenn ich smudgen will, benutze ich meistens dann doch diese Teile hier von Belians. Das sind so Schaumgummi-Applikatorteile. Die gibt es, glaube ich, für 2 Euro oder so bei Douglas. Mit mehr oder weniger guter Haltbarkeit, aber also wenn ich Kajal am oberen Wimpernkranz was smudgen will, nehme ich mal die hier. Und, oha, ja, dann hier irgendwie noch so ein Lippenpinsel von Da Vinci, so Lidstrichpinsel, da habe ich einmal diesen hier,
diesen größeren angeschrägten. Den habe ich auch schon richtig lange. Den benutze ich gerne, wenn ich mit Mineralized Eyeshadows einen Lidstrich ziehen will. Oder generell mit Lidschatten einen Lidstrich ziehen will. So heißt das. Der die Nummer 8. Oder die Nummer 4374. Je nachdem. Aber, also das ist... Den würde ich nachkaufen. Dann noch ein Lidstrichpinsel. So ein bisschen schmaler, länger. Bekannte Form. Auch von Da Vinci. Da Vinci. 4614. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der unglaublich viel besser als alle anderen ist. Meistens benutze ich momentan diese Pinsel hier zum Lidstrich ziehen von Manhattan. Habe ich auch gleich 2 Stück. Damit ich zwischendurch, also zwischen den Augen, den ich selber machen muss, denn ich bin faul. Und ja, hier ist nochmal so ein Reisepinsel von Sigma, den ich auch von der Goldie Glass geschenkt bekommen habe. Der hat nicht so einen hohen Widerstand wie der 217er, aber ansonsten sehen die sich schon echt ähnlich. So, dass der jetzt hier gerade ein Haar verliert. Ja, das waren im Prinzip meine Pinsel. Ich habe nur noch dieses sehr merkwürdige... Ups. Ah, ich hau mich als dieses sehr merkwürdige Wimperntrennungsding von Da Vinci. Das war in dem Smoky Eyes Set dabei. 3674. Aber mit dem komme ich nicht wirklich zurecht. Frau Kirschvogel hatte mal einen Blogpost über das Wimperntrennen während des Tuschens und ich komme damit nicht klar. Dann habe ich jetzt noch diesen Essence-Pinsel. Aber irgendwie benutze ich die nie. Obwohl die Form schon echt gut ist, auch wieder für die Lidfalte. Schmach und Schande. So, das war's dann jetzt. Und hier ist nochmal das leer. Dieses Ding, den Trennteilen. 6,95 Euro. Original der Barcode. Oh, ist das dreckig. Ja. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt wisst ihr, womit ich mich schminke. Immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr euch wundert, warum das hier alles schon wieder so anders aussieht, ich bin umgezogen. Ja. Tschüss.